Hallo, Freunde der kleinen Spuren. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Fahrvideo, Schrägstrich einer Lokvorstellung. Ich fahre sie mal ins Bild. Genau, das ist ein Modell von der SNCF, die CC7001 von Pico aus der DDR. Laut dem Battenberg dürfte das Modell von 1964 sein. Das ist auch nicht die Junior-Ausführung, weil sie hat A sechs Achsen und auch die Dachaufbauten. Ich habe ja, hatte ja schon oft gesagt, ich habe ja ein Faible für Lokomotiven aus der ehemaligen DDR. Und die habe ich letzt bei eBay entdeckt und da hat der Preis gestimmt und da habe ich zugeschlagen. Und die fährt auch recht schön. Ist auch eigentlich schön detailliert gemacht für die damalige Zeit. Ich meine, das Modell ist ja 60 Jahre alt. Und da muss man sagen, da haben sie sich echt schon Mühe gegeben. So, kommen wir zu einem weiteren Neuerwerb. Auch die ist von Pico aus der DDR. Ich glaube, das Modell ist immer noch im Programm. Allerdings noch einfacher als das jetzt. Wobei das jetzt auch schon sehr einfach ist. Das ist ein Modell von der E69. Und das ist noch das Modell mit den Griffstangen. Das könnte laut Battenberg so zwischen 64 und 68 gebaut worden sein. Da gab es auch eine Unterscheidung zu den Stromabnehmern. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das die alten oder die neuen sind. Aber später wurden dann auch diese Griffstangen, upsala, komplett entfernt. Und ja. Aber das hat noch die Griffstangen, das heißt so auch also mindestens ist 56 Jahre alt. 55, 56 Jahre alt. Und auch die fährt eigentlich ganz hübsch. So, es bleibt spannend. Kommen wir zu einem weiteren Neuerwerb. Ich fahre sie mal ins Bild. Das ist eine Baureihe 144 von Rocco. Die kann allerdings nicht selbst fahren. Da ist alles leer gemacht worden. Das heißt, das ist ein Dummy. Ein Dummy. Die wird momentan jetzt von der E69 gezogen. Aber es ist ein sehr schönes Modell, die ich sehr, sehr, sehr preiswert erworben habe. Und ja,
Ich denke mal, wenn man da so einen Geisterwagen hinten dran hängt, das heißt ein Wagen mit Antrieb, dann macht die eigentlich auch eine gute Figur, finde ich jetzt. Also das ist jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich auch viel zu aufwendig, die wieder zu motorisieren. Ich weiß es nicht, ob das überhaupt geht, weil es fehlt ja, glaube ich, es fehlt ja alles, also Motor, Getriebe, es fehlt alles. Und ich denke mal, mit so einem Geisterwagen wäre es dann doch einfacher. Weil da kann man ja irgendein so ein Postwagen, Gepäckwagen, könnte man ja daneben den motorisieren und den im Prinzip zwischen die Personenwagen. Da müssen noch nicht viel dran hängen. Also ich meine, das wird ja eh nicht groß, wenn ich hoffe, dass ich ja irgendwann mal ein bisschen mehr Platz zur Verfügung habe. Um dann eine kleine Gleichstromanlage noch zusätzlich zu bauen. Jetzt ist ja erstmal, hatte ich ja in dem anderen Video erwähnt, jetzt kommt ja erstmal Lindenthal, die Märklin M-Gleiser nur Kleinstanlage, und dann muss ich einfach mal gucken, ob ich irgendwie noch ein Eckchen, noch einen Platz finde für eine kleine Gleichstromanlage. Ja. Ansonsten benutze ich halt jetzt erst nur mal das Diorama und muss mal gucken, vielleicht kann man da ja was im Regal noch basteln und das dann rausholen, immer wie ich es jetzt halt auch mache. Aber vielleicht mit einer Wendeschleife und dann halt hinten dran irgendwie noch ein Kopfbahnhof wäre eigentlich Platz. Also ich meine jetzt, für hier wäre ja Platz da. Aber das weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich fand das eine schöne Lok. Preis waren unter 10 Euro gewesen. Für den Dummy. Und da konnte ich nicht widerstehen. Musste ich einfach haben. Ja, das soll es dann für heute wirklich erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen, freue mich auf neue Abonnenten, auf Likes, auf Daumen nach oben, auf Kritik. Kann immer gerne geäußert werden. Gab es ja jetzt beim vorletzten Video mit der Jouer Baureihe 184. Die hat nicht allen gefallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es kann nicht jedem alles gefallen, und ja, es war ein sehr ein oder ist ein sehr einfaches Modell, das wahrscheinlich auch also in der Farbgebung auch gar kein Vorbild hat. Aber ich fand's, mir gefällt sie. Der Preis war super mit den drei Waggons. Da gibt es gar nichts zu gemeckern, dass das Modell fährt. Und mir macht es Spaß, und ich mag so Dinge, denen die andere nicht gefallen. Das ist bei vielen so. Bei Autos teilweise auch. Ich hatte also auch schon sehr schräge Autos gehabt, wo jeder gedacht hat, okay, wie kann man nur? Ich sag nur, Yugo Cabrio. Das war ein Auto, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber das ist jetzt was ganz anderes. Vielleicht mache ich jetzt auch mal noch ein kleines Video mal über mein aktuelles Auto, das ja auch schon sehr alt ist. Gut, dann danke nochmal und einen schönen Sonntag noch. Tschüss!